So, herzlich willkommen zu einem kleinen Video, wo eine kleine Erkenntnis aufgetaucht ist bezüglich den Skill-Leveln, beziehungsweise eher eine Tatsache, wo ich mir denke, dass das nicht so gewollt sein kann, wie es ist. Naja, gut. Also wir starten mal auf Extra Crispy. Ja, jetzt spinnt er natürlich wegen der Cutscene wieder rum hier. Das haben wir aber gleich behoben, das Problem. So. Perfekt. So, gefixt das Problem. So, dann speichern wir mal hier drauf. Und jetzt bitte ich euch mal zu gucken, wie viel Health so ein Zombie abzieht. Es sind 11 Health. Ne? 11 Health. 11 Health. So. Dann laden wir das Spiel. So. Und ihr werdet sehen, die ziehen das Identische ab. Aber warum zeige ich euch das? Ja, darauf kommen wir später zurück. Ich will euch nur präsentieren, dass ihr seht, dass das in dem Fall jetzt immer noch so ist. So. Okay. Nun werden wir mal ein neues Spiel machen und auf Still Kicking loslegen. So. Das Problem wieder fixen hier. Okay. Nun wird's interessant. Achtet mal auf den Schaden, was der Zombie macht. Verdammte 36 Schaden. 36. Ihr habt gesehen, welcher Schwierigkeitsgrad. Still Kicking, der erste. Wir speichern das mal eben über. Und dann laden wir das mal. Es wird immer noch 36 sein. Also das passt alles noch. So, nun kommt natürlich der erste Gedanke auf, wie kann das sein, dass auf einem ersten Schwierigkeitsgrad der Zombie 36 Schaden macht und auf Extra Crispy nur 11? Sollte man nicht annehmen, dass das eigentlich andersrum beabsichtigt war? Na süßer, ja, eigentlich doch schon, ne? Sollte man annehmen, also ich würde es annehmen und ich denke auch ganz klar, dass das nicht so korrekt ist. Aber gut, führen wir das mal weiter. Führen wir das weiter. Ne, Quatsch. Wir machen ein neues Spiel. Nehmen den zweiten Schwierigkeitsgrad. Auf, zweiten Schwierigkeitsgrad. Ja, da war mein Fehler. So. So, gut. Zweiter Schwierigkeitsgrad. Und dann geht's los. So. Wir speichern natürlich wieder. Und. So, zweiter Schwierigkeitsgrad. Was ziehst du ab? Na, das war ein 27 Damage Hit. Immer noch deutlich mehr als auf dem extra Crispy Skill Level. Und tada! So, dann laden wir mal. Und es wird immer noch so sein. Ihr werdet es sehen. Hier, komm her, Süßer. Schlag mich. 27 Damage. So. Na, ist dasselbe. So, dann. Neues Spiel. Jetzt kommen wir zur Mitte. Lightly Broiled. So. Und. Ist so nervig. So, okay. Und wir speichern hier wieder. So, zack. So, Kollege. Schlag mich. 18 Damage. Ihr seht es. 18 Damage. Schlag mich nochmal. 18 Damage. So. Wir laden unser Spiel. Zack, zack. So. Schlag mich. 18 Damage. So. Okay, nun neues Spiel und jetzt wird's, ne, jetzt wird's, das ist halt die Episode so. Well done, well done. Zack, so, well done. Wir speichern das Game, so, los geht's. So, schlag mich. 15 Damage, jetzt wird der Schaden geringer. Er wird geringer. Jetzt wird's interessant. 15 Damage. Der Schaden ist geringer. Und die Zombies fangen an, mehr auszuhalten. So. Das ist ja auch alles Normalzustand. Also das passt, ne? Die Monster halten mehr aus. Und auf schwachen Schwierigkeitsgrad halten sie wenig aus. So. Ja. Um jetzt zum Abschluss zu kommen mit diesem Video.
für den ersten Part des Videos. Ich habe mir natürlich gedacht, das kann natürlich so nicht Intention sein und irgendwie scheint Monolith da die Reihenfolge durcheinander gebracht zu haben. Dass es halt genau umgedreht ist. Ne? Also den 36 Schaden, den der aus Still Kicking ist, soll höchstwahrscheinlich hier gewesen sein. Der Schaden, der bei 15 auf, der Schaden mit 15, der auf Welle dann ist, sollte garantiert hier sein. Weil alles andere ergibt ja keinen Sinn. Ich meine, man hätte sich noch denken können, dass extra Crispy die Schaden so low ist, weil da so viele Viecher sind, aber obwohl das auch unlogisch wäre, aber das schließt sich damit aus, indem Well Done und Ping on the Inside auch umgedreht sind. Und das sagt mir, das kann nicht Intention gewesen sein, definitiv nicht. So, dann habe ich natürlich mich mal umgesehen und ja, ob man da irgendwie was in der Excel-Datei mit dem Hex-Editor richten kann. Und ja, ich habe da sogar was gefunden. Ja, und das ist dann wirklich interessant, was dann passiert. Und ja, aber okay, ich werde jetzt mal eben die Echse tauschen und dann werdet ihr sehen, was dann passiert. Das ist dann nämlich wirklich kurios. Okay, bis gleich. So, da bin ich zurück und ja, ich habe jetzt die Echse geändert und ich habe quasi die Werte, die bei Still Kicking stehen, auf Extra Crispy identisch gemacht. Ja, gehen wir mal rein. So. Erstmal diesen Scheiß hier fixen. Da. So. Und so. Und dann müssen wir uns natürlich noch ein Savegame anlegen. Und los geht's. Hau mich. Na komm, treff mich auch. So, 36 Damage. Jetzt hat man sich schon gedacht, boah, geil, ich habe das Problem behoben. Geil. So. Und jetzt guckt mal, wenn wir das Spiel laden. Ihr habt genau gesehen, ich habe auf den ersten Spielstand gespeichert, so wie immer. So, Spielstand geladen. Perfekt. Schlag mich. Ja, jetzt hat der andere auch geschlagen, das ist doof. So, 66, ne? Seht es? 11 Schaden. Es ist wieder zurück. So, und da kann ich an den Werten, die ich gefunden habe, so viel rumspielen, wie ich will. Das bringt's einfach nicht. Das heißt, wenn man das Spiel lädt, scheint der an einem völlig anderen Ort zu gucken. An einem ganz anderen Ort zu gucken, was diese Schadensmultiplikatoren pro Schwierigkeitsgrad betrifft. Und anscheinend sind die ebenfalls verkehrt rum. Das kann es echt nicht sein, oder? Ich meine, ich verstehe es nicht. Anscheinend sind die ja ebenfalls verkehrt rum. Und ja, ich hüpfe mal jetzt nicht so viel rum, dann wird das Video nicht so groß und ihr braucht nicht so viel laden bei YouTube. Ist also für mich und für euch angenehmer. So, zum Thema zurück. Das macht mir natürlich das Beheben des Problems unmöglich. Denn wie soll ich denn den anderen Ort finden? Ich habe die ganze Echse abgesucht nach den identischen Werten. Ich wollte doch nicht springen. Es wiederholt sich in der Echse, nicht? Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass der irgendwie noch was in dem Savegame mit reinschreibt, dass er da irgendwie Werte reinschreibt und die dann nimmt. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist total kurios auf jeden Fall. Es ergibt einfach da alles total keinen Sinn. Weil man könnte ja auch meinen, der nimmt jetzt das, was in der Echse steht, schreibt dann den identischen Kram in Savegame rein, würde ja Sinn ergeben. Aber dann müsste ja das Behobene auch im Savegame behoben sein, aber das ist ja nicht der Fall. Also musste da irgendwie
Ja, es ist merkwürdig. Ihr müsst da irgendwie an eine andere Stelle gucken, wenn man das Spiel laden tut. Und da ist es ebenfalls umgekehrt. Das ist also, ich habe momentan kein Problem, ich das, keine Ahnung, wie ich das Problem beheben soll, aber das Problem ist da. Aber ja, gut, finde ich natürlich ein bisschen scheiße, weil ich in dem Moment extra Crispy nicht so gespielt habe, wie es vorgesehen ist. Aber dafür kann ich ja nichts, wenn der Hersteller das vermasselt, wie es eigentlich gedacht war. Das ist ja irgendwo nicht meine Schuld, ja. Und ich werde auch die Add-ons so weiterspielen müssen, weil ich habe keinen Plan, wie ich das beheben soll. Und ich kann das ja schlecht ohne Speichern spielen. Jedenfalls nicht ohne die Level zu kennen und ohne erstmal ordentlich zu trainieren. Und selbst dann kann was schief gehen. Also das ist, ja. Denn gerade mit den erhöhten Schadenwerten, was ja dann gut mal 2 ist, dann nicht laden können. Ja, das ist, ich meine, manche Gegner, zum Beispiel Kultisten, machen ja mitunter ganz schön viel Schaden allein schon, mit den falschen Damage-Werten und ich glaube nicht, dass ich das dann haben muss, nicht laden zu können. Also, ja. Also wird es darauf hinauslaufen, dass ich entweder irgendwann später mal Walkthrough-Runs versuche, wo ich das dann immer wieder probieren kann, das zu schaffen. Mit dem Let's Play ja ein bisschen schwierig, ne? Und ja. Ansonsten muss ich jetzt eben halt so weiterspielen. Bleibt mir nichts anderes übrig, aber ich wollte euch darüber auf jeden Fall informieren, weil ich das recht interessant fand. Es ist wirklich komisch. Ja, darum kam auch eine Weile kein neues Video, weil ich dann die ganze Zeit am Austüfteln war, wie man das Problem jetzt mir mal beheben könnte. Aber leider ja erfolglos aus diesem Grunde. Ja, ja, so viel dazu. Ich werde jetzt gleich das, ja, vielleicht gleich noch passt es zeitlich, das erste Level von dieser Postmortem-Episode aufnehmen und das dann auch mit dem CD, mit der CD-Audio-Musik, damit ihr die auch mal hören könnt. Ja. Das würde sich dann ja anbieten, dass wir da mal auch mal dieses uns anhören. Ja, ich will das Video nicht ewig in die Länge ziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe mir gedacht, das ist mal eine interessante Info für euch. Ja, schade, dass ich es nicht beheben kann. Bis zur letzten Episode vom Hauptspiel. Bye bye.